Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. In diesem Video würde ich euch gerne zeigen, wie ihr innerhalb von kürzester Zeit euer erstes eigenes T-Shirt-Design erstellen könnt. Ich möchte mit euch diesbezüglich über eine Plattform sprechen, die nennt sich Wexels. Ich denke, einige von euch haben sicherlich schon mal von Wexels gehört. Ich möchte heute euch mal einen kompletten Überblick über dieses Tool geben und euch zeigen, Schritt für Schritt, wie man solch ein Design erstellt. Zuallererst müsst ihr auf wexels.com gehen. Sobald ihr es getan habt, klickt ihr dann hier oben auf das Cover drauf und klickt dann hier auf T-Shirt Maker. Sobald ihr dort drauf geklickt habt, seid ihr dann direkt in diesem T-Shirt-Ersteller, diesem T-Shirt-Maker hier drin. Und das erste, was wir tun müssen, ist, wir müssen uns entscheiden, welche Art von Mockup wir gerne haben möchten. Wollen wir beispielsweise ein Merch-Produkt haben in Form von einem T-Shirt? Wollen wir möglicherweise einen Hoodie haben? Wollen wir möglicherweise solche ein College-Shirt hier haben oder vielleicht etwas anderes? In meinem Fall würde ich einfach mal sagen, ich nehme hier ein ganz normales T-Shirt und dann können wir hier runtergehen auf die Farbe und können die Farbe von diesem Shirt bestimmen. Sagen wir zum Beispiel, in meinem Fall möchte ich gerne so einen Türkiston haben, da würde ich das ungefähr hier bringen, wird die Farbe bzw. den Regler hier nach oben korrigieren und könnte dann auch direkt darunter natürlich auch nochmal diese Merch bei Amazon Produktfarben nehmen, wenn ich das möchte, oder halt wie gesagt meine eigenen Farben kann ich hier auswählen. Dann klicken wir auf Background und können dann hier den Hintergrund wählen, der uns am besten gefällt. Zum Beispiel in diesem Falle möchte ich jetzt ungern zum Beispiel solchen Hintergrund haben, weil natürlich das T-Shirt dann nicht mehr so gut auffällt. Später für den Upload auf den jeweiligen Plattformen ist das natürlich völlig egal, aber vielleicht für den Erstellungsprozess kann es vielleicht hilfreich sein, diesbezüglich einfach einen stärkeren Kontrast zu haben. Also klicken wir einfach mal zum Beispiel hier auf diese Wand drauf. Das würde mir persönlich zum Beispiel gefallen. Einfach nur jetzt für die Vorarbeit hier. Und sobald wir es getan haben, können wir dann auf die zweite Option drauf gehen. Und das sind einfach nur die Elements. Das heißt, wir können jetzt hier eins von den Elementen von Wexels nehmen und können das hier direkt hinzufügen. Zum Beispiel sagen wir mal, ich möchte auf diesem Shirt etwas haben, was mit dem Thema Vater zusammenhängt. Vielleicht ist irgendwie Vatertag oder möglicherweise einfach, ich habe den besten Vater der Welt oder was auch immer. Das heißt, ich würde hier, sagen wir mal zum Beispiel, den Begriff Dad eingeben und hätte dann alle möglichen Designs. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier draufklicken und dann hätte ich das Design, wo einfach nur draufsteht Dad Joke Champion. Zum Beispiel diese Designs hier kann ich natürlich jederzeit verändern in dem Sinne, dass ich halt die Farben ändere, aber ich kann hier nicht wirklich den Text bearbeiten, was natürlich ein wenig unschön ist. Wenn ihr vorgefertigte Designs haben möchtet, wo ihr den Text verarbeiten könnt, dann oder bearbeiten könnt, dann könnt ihr einfach hier auf diese Option drauf gehen und da habt ihr hier alle möglichen Mockups. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier auf dieses Template drauf gehen, könnte das nehmen, könnte das ein bisschen größer ziehen und wenn ich sage, gut, das gefällt mir, aber ich möchte vielleicht den Text ändern, dann kann ich jederzeit hier auf den Text draufklicken und dann könnte ich zum Beispiel hier, sagen wir mal, hinschreiben, Happy, Happy Halloween oder sowas. Happy, Happy Halloween ist natürlich jetzt kein sonderlich einfallsreiches Shirt, aber nur so als Beispiel mal, Happy, Happy Halloween. Und könnte das vielleicht noch ein bisschen kleiner ziehen, könnte den Text dann zum Beispiel halt auch zentrieren und so weiter und so fort. Das kann ich natürlich alles hier machen. Zum Beispiel sagen wir mal, ich würde jetzt hier oben drauf gehen, würde das Ganze zentrieren, könnte natürlich aber auch diese einzelnen Elemente hier nehmen, könnte die drehen, könnte sie verschieben, könnte damit machen, was auch immer ich möchte. Und dann kann ich praktisch wieder zum Beispiel diesen Totenkopf da drüber schieben, wenn ich sagen möchte, oder wenn ich sage, ich möchte ein anderes Element haben, kann ich natürlich jederzeit wieder auf Elements drauf gehen, kann auf einen anderen Element schauen und kann daraus dann mein Design machen. Sagen wir mal vielleicht, ich möchte ein Design rund ums Thema Donuts haben oder dergleich, dann klicke ich hier oben auf nochmal die Elements drauf, gehe zum Beispiel hier auf Donut bzw. suche nach diesem Begriff und habe dann hier alle möglichen Donuts, sagen wir zum Beispiel, welcher gefällt mir denn hier, nehmen wir mal diesen hier. Würde ich einfach draufklicken, könnte ihn wieder ein bisschen größer ziehen, würde ihn hier zentrieren, ungefähr so und könnte dann natürlich auch noch Text hinzufügen. Das heißt, ich würde jetzt hier auf das T draufgehen, könnte jetzt hier einen Text wählen, sagen wir mal zum Beispiel diesen hier, könnte den Text nehmen, könnte ihn ein bisschen größer ziehen und dann praktisch über dieses Design hier drüber stülpen, wenn ich das möchte. Das heißt, ich könnte jetzt hier, sagen wir mal zum Beispiel auf Fett gehen, könnte anschließend dann die Schriftart verändern zu etwas, was mir vielleicht ein bisschen besser gefällt, sagen wir mal Limonada und könnte dann anschließend auch die Farbe hiervon verändern, sagen wir mal so ein Violett könnte das hier sein. Und dann würde ich jetzt hier draufschreiben, was weiß ich, Donut ist jetzt wirklich ein sehr einfallsloses Design, aber ist natürlich jetzt nur ein Beispiel. Das heißt, das könnte ich jetzt zum Beispiel hier drüber legen. Ich kann es natürlich auch weiß machen, um vielleicht den Kontrast zu erhöhen und so weiter und so fort. Also ihr könnt hier wirklich, wirklich kreativ sein und könnt damit tolle Designs erstellen. Viele von euch fragen sich sicherlich, ist das Ganze jetzt umsonst? Also grundsätzlich natürlich diesen T-Shirt Maker hier zu verwenden, ist komplett umsonst. Bloß damit ihr diese Designs tatsächlich auch zum Beispiel auf Merch bei Amazon und so weiter und so fort publizieren könnt, müsst ihr natürlich hier eine Subscription abschließen, die aber wirklich nicht teuer ist. Es gibt einmal die Pro-Subscription, die gerade mal 6 Euro pro Monat kostet. Dann gibt es die, die ich euch sehr empfehlen kann, nämlich die Merch-Subscription, das heißt für POD und Merch-Sellers gerade mal 18 Euro pro Monat.
Und es gibt natürlich dann auch nochmal die Business-Option für Large-Scale-Businesses. Und die kostet dann 54 Euro pro Monat. Aber wenn ihr schon ein Merch-Business aufbaut, dann holt euch auf jeden Fall sowas hier. Wenn ihr dann zum Beispiel größere Umsätze fahrt, ist es auch definitiv kein Problem mehr, 54 Euro im Monat auszugeben. Und ich denke, für die meisten von euch ist sicherlich 18 Euro auch jetzt nicht so das große Problem. Kannst natürlich aber vollkommen verstehen, wenn ihr sagt, okay, 18 Euro ist mir ein bisschen zu viel im Monat. Ist auf jeden Fall ein Tool, das ich euch sehr, sehr, sehr empfehlen kann. Wir haben natürlich jetzt in diesem Tool hier noch weitere Funktionen drin. Zum Beispiel kann ich hier meine eigenen Elemente hochladen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel auf meine Drafts gehen und kann mir meine Drafts mal angucken. Da sind jetzt viele von einfach nur so ein paar Spielereien zum Beispiel bei mir dabei. Das heißt, ich könnte jetzt mal jeweils hier draufklicken und könnte mir diese Designs anschauen. Dann haben wir natürlich hier noch die Layer-Option, was auch ganz interessant ist, weil wir können dann hier unterschiedliche Layer übereinander legen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel mit vielen Elementen arbeiten, beziehungsweise mit vielen Texten und so weiter arbeiten, dann kann es auf jeden Fall Sinn machen, zum Beispiel bestimmte Elemente über die anderen drüber zu legen und dann zwischen den Layern hin und her zu gehen, um halt wirklich sich sicher sein zu können, dass die ganzen Layer beziehungsweise die Texte und die Elemente genau am richtigen Punkt tatsächlich auch sind. Genau, das könnt ihr alles hier mit diesem Tool machen. Schaut auf jeden Fall nochmal in die Videobeschreibung rein, weil dort befindet sich ein Link zu Wechsels. Das ist natürlich ein Affiliate-Link, aber nochmal, ich empfehle euch immer nur Dinge, die ich auch selbst nutze, beziehungsweise die ich für wirklich, wirklich gut erachte. Ich habe das früher auch sehr, sehr aktiv genutzt, bis ich dann meine eigenen Designer angestellt habe. Und wenn ihr, wie gesagt, mit einem T-Shirt-Business starten möchtet, dann ist das hier sicherlich eine richtig, richtig gute Option. Und es gibt derzeit auch einen 25% Discount auf die Annual Subscription. Das heißt, ihr könnt auch richtig viel Geld noch sparen. Deswegen schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich ein Link zu Wechsels. Gut, das war's dann heute hier für dieses Video. Ich danke euch und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können.